Ich gestehe, es geht doch nicht um die Wurst, nur um die goldene Ananas. Das also, wofür man sich die meisten Mühen macht. Nebensächlichkeiten. Wir haben es geschafft, früh aufzustehen, wie immer, ohne deshalb früher fortzukommen, wie immer. Tag 3 unseres Trips hatte von Anfang an ein anderes Ziel als den Tet, dessen letzter Abschnitt wahrscheinlich darum da läuft, wo er läuft, um nach Bosnien zu führen. Geplant war Winnetouland. Man sagt sich, dass das gesehen werden soll. Von dort weiter ans Meer. Beides liegt hier gleich nebenan. Leider entgegen der Richtung der Bahnschranke. Die aber lasse ich mir nicht nehmen. Also geht's erstmal nach Osten. Das Gute ist, dass der schwierigste Teil des Tet Kroatiens unmittelbar neben der Hauptstraße liegt, keine 10 Minuten nach Gradcak. Und die schlechte Nachricht? Einfach zu finden ist er trotzdem nicht. Ha? Ja, wir sind falsch. Ein bisschen Slapstick zur Abwechslung. Wir reversieren 3 ausgewachsene Mopeds auf gefühlt 5 Quadratmeter. Wir kehren um und meine Elektronik schickt mir die drohend rote Fehlermeldung. Ja, klar. Goldrichtig, gerade jetzt. Gott sei Dank hat der Reboot das Problem gelöst, denn alles andere hätte meine Fähigkeiten überstiegen. Die Fehlersuche beschränkt sich also auf die Navigation. Im zweiten Anlauf dann gelingt's. Die Spannung steigt, der Weg auch. Also, wie fährt sich das? Wenn du, so wie wir, die perfekten Konditionen hast, alles trocken ist, dann ganz gut. Es ist steil, ja, aber nicht so, dass du dich darum sorgen musst, rückwärts abzusteigen, wenn du das Moped abwürgst. Der Untergrund ist dicht und wenn es trocken ist, dann machen diese kleinen Stufen eine Heidengaudi. Man geht mit den Federn mit. Es ist klar, dass es dich hier ab und an ein wenig versetzen kann, aber wenn man schon damit rechnet, der Feind ist ja immer nur der Schreck. Was kann ich dir antworten, wenn du dich jetzt ob unserer Auffahrt fragst, ob du das auch kannst? Bin ich Anfänger? Nein. Aber kann ich irgendwas? Genauso wenig. Ich glaube, ein gutes Gespür dafür, wann Kraft gegeben und wann sie genommen werden soll, reicht aus.
ein bisschen Balance noch und am wichtigsten das Zutrauen in dich selbst. Ein bisschen Erfahrung halt. Wenn es nass ist und man darum mit mehr Schwung arbeiten muss, wäre es schwieriger für mich. Aber auch diese Einschätzung entlarvt mich ja jetzt letztlich bloß als Schönwetterfahrer, denn es ist nicht weniger eine Erfahrungsfrage. Rod hat gestern noch lamentiert, dass es keine wirklich schwierigen Stellen am TED Kroatien gibt. Und diese hier bildet keine Ausnahme. Freilich, bei solchen Sagas kann man nett formuliert von Understatement sprechen oder andersrum von Angeberei und Schwanzvergleich. Aber wenn du bis hierher gut durchgekommen bist, dann macht das Stückchen, und recht weit ist es wirklich nicht, auch keinen Unterschied mehr. Ich finde schon, dass wir ein paar wenige knackige Stellen drinnen hatten und diese hier gehört dazu, aber die waren ja auch das Salz in der Suppe. Ich meinerseits habe mein Limit bis hierher nicht gefunden und könnte jetzt auch sagen, dass es keine schwierigen Stellen am TED Kroatien gibt, aber ich würde das gerne relativieren. Vielleicht gibt es per se keine besonders schwierigen, aber es gibt definitiv schwierige Bedingungen und die sind uns halt erspart geblieben. Hoffentlich hat es nicht hingerissen. Glaubst? Ich glaub nicht. Weil so wie der in TED Kroatien aus Slowenien gefahren ist, wieso spreche ich eigentlich so, als ob der TED hier jetzt abgeschlossen wäre? Weil er das für uns war. Ja, das war's für uns. Dieses Stück hatte ich mir noch ausbedingt. Und jetzt wäre Urlaub dran. Vorhin an dieser Weggabelung, ich glaube, der TED hätte geradeaus weitergeführt, ist aber auch egal, denn ich war endlich besänftigt, da habe ich gedacht, ich probiere noch eine andere Kameraperspektive. Und dann waren die beiden weg, nämlich spurlos. So weit und nirgendwo ein kleiner Brems- oder Beschleunigungsstreifen an keiner Kreuzung. Und man hat sich ja auch keinen Sammelpunkt ausgemacht. Und dann sind wir eben mal getrennt durch die Pampa. Sicher so ein halbes Stündchen lang, Weg hin, Weg her, um einzusehen, dass wir uns durch Zufall nimmer wiederfinden. Ja? Verstehst du mich? Was sagst du? Ob du mich verstehst? Ja, erst bin ich abgehakt und dann fahren wir was weg. Wir stehen ja nicht bei der Bundesstraße da herunten. Da geht parallel ein asphaltierter Weg und der Punkt ist da. Ich glaube, wir sind beide falsch. Bleibt einmal, wo es seid, ich komme zu euch, okay? Passt. Gut. Dann bis gleich. Ciao. Bahnübergang. Da, wo die beiden dann gewartet haben. Schau, es fährt tatsächlich auch der Zug. Lohnt sich also vielleicht mal nach allen Seiten zu gucken, wenn du hier angekommen bist. Wir schießen das verspätete Zieleinlauffoto. Und dann geht's Landstraße Richtung Sveti Rok. Links und rechts ist Sumpf und See, recht charmant, sehen tut man's aber nicht.
Der letzte Müsli-Riegel ist hier drauf gegangen, am Einstieg rauf zum Mali Alan, am War Monument. Und bevor uns eine schlagkräftige Truppe von Gravel-Bikern den Weg versperrt, geht's rein in die letzte Etappe. Es sieht nicht sonderlich schwierig aus, aber die Tatsache, dass man sich hier auf touristisch heftig frequentiertem Boden bewegt, sorgt dafür, dass die Straße ziemlich im Arsch ist. Entweder du fährst in der Spur oder im zur Seite geschobenen Rollierschotter. Es ist nicht wirklich geeignet, um sich in den Flur zu graben, weil dann doch mehr Verkehrsteilnehmer Rücksicht erbitten, aber man hat schon ein paar zweckentfremdete Straßenmaschinen angetroffen, denen die Strecke noch durchs Visier die Schweißperlen rausgedrückt hat. Weil man ja noch nie hier war, weiß man wieder nicht, was wird. Aber plötzlich, nach den Bäumen, folgt das hier. Ein Naturschauspiel. Den Kessel umrundet, eine Kurve später, das hier. Mali Alan. Allerletzten Endes bleibt Schönheit. Und ich spüre die große Dankbarkeit, und Nox spürt die große Dankbarkeit, und Axel spürt sie auch, und die Ruhe kehrt zurück. Es fühlt sich an wie die letzte Meile dieser Reise, so war es auch geplant, und so sind wir ohne jeden Stress bergab gerollt.
endlich vorbei an Winnetou. Und da schon wieder. Gib dir diese Aussicht. Da also waren wir und dort runter wollten wir. Ich habe mir nichts mehr gedacht und nichts mehr gewollt. Und Axel war so traumversunken. Und so bin ich an ihm vorbeigerollt. Und das war mein großes Glück. Denn so hat er mich rechtzeitig wieder eingeholt. Nox hat mein Hupen nicht gehört oder auch nicht hören wollen. Sei es drum.